Hallo Leute, wir begrüßen euch heute aus Regensburg. Wo liegt Regensburg? Im Süden Deutschlands. Im Bundesland Bayern. Genau genommen liegt es auch noch an der Donau, an dem Fluss. Und wir reisen ja gerade durch Deutschland und besuchen verschiedene Städte, um sie euch vorzustellen. Denn dann, wenn ihr demnächst eure nächste Reise durch Deutschland plant, habt ihr ein paar Ideen, wo ihr hinfahren könnt. Und jetzt gucken wir uns Regensburg an. Los geht's! Was gefällt dir an Regensburg? Mir gefällt die Altstadt sehr gut, aber ich war noch nicht so oft hier bis jetzt. Aber ich finde die Altstadt sehr schön und die Leute kommen mir sympathisch rüber. Mir gefällt die Altstadt und die Natur außenrum, die Donau, spazieren gehen, die Größe der Stadt, die Kneipen, ja. Die freundlichen Menschen und die Altstadt und die Sauberkeit. Ich bin aus der Nähe von Augsburg, aber Regensburg fasziniert einfach und gerade am Abend ist das ein Traum. Die vielen kleinen Gassen, das gute Wetter, es ist immer gutes Wetter in Regensburg. Ja, die Geschichte von Regensburg, dass es eine schöne Altstadt ist. Man kann sie viel anschauen, am Dom anschauen, man kann gut Kaffee trinken gehen, gut feiern gehen. Ja, vor allem natürlich die Altstadt und ja, so das Ganze drumherum in der Stadt und das Gemütliche hier. Und ich lebe so im vierten Lebensjahr da und bin gerne hier. Also man sagt ja auch immer, dass Regensburg so die südlichste Stadt Italiens ist, die nördlichste Stadt Italiens. Und das finde ich ist halt wirklich so, weil hier immer Leute unterwegs sind, auch immer am Wochenende. Man kann sich super an die Donau hocken oder an die Jahreninsel und es gibt überall super schöne Cafés und Kneipen und ja, gefällt mir einfach richtig gut. Wir haben eine sehr, sehr schöne Altstadt. Die Menschen hier sind eigentlich alle total nette, junge Menschen, viele Studenten. Macht Spaß. Was gefällt uns an Regensburg, Leni? Die alten Gebäude, die Altstadt, genau, die wunderschöne Altstadt, die historischen Gegebenheiten, die kleinen Gassen, die netten Lokale, ja. Was gefällt euch an Regensburg? Auf jeden Fall die Altstadt, was man alles sehen kann, Dom, die alten Gebäude. Und dir? Ja, und die Leute, weil sie sehr nett sind und hilfsbereit. Ich mag die Donau sehr, also ich mag sehr, dass man sich am Donaustrand ein bisschen hinschillen kann am Nachmittag. Ja, und die Altstadt auch, finde ich auch sehr schön. Wir haben jetzt hier in Regensburg einen Stadtführer getroffen, Herrn Platzek. Sie haben uns rumgeführt heute und ich möchte gerne von Ihnen wissen, wofür ist Regensburg bekannt, wenn man es so mit anderen Städten in Deutschland vergleicht? Zunächst einmal ist Regensburg gesegnet mit einer wunderschönen Altstadt. Wir haben die am originalsten erhaltene mittelalterliche Großstadt in Deutschland hier. Dann haben Sie unendlich Freizeitmöglichkeiten. Sie können also hier in der Umgebung mit dem Fahrrad fahren. Sie können zum Bayerischen Wald fahren innerhalb einer Stunde. Es gibt die Walhalla als Ausflugsziel. Es gibt den Donaudurchbruch als Ausflugsziel. Die Gastlichkeit. Wir haben wunderschöne Biergärten. Wir haben wunderschöne Lokale, wo Sie essen gehen können. Wir haben das bekannt gute bayerische Bier. Wir haben die Bratwürste aus der Bratwurstküche. In Regensburg zu leben, ist ein bisschen im Paradies zu sein. Wie sieht es denn mit dem Dialekt hier aus? In Regensburg spricht man bayerischen Dialekt, aber ist der sehr stark ausgeprägt? Wenn man jetzt Deutsch lernt, versteht man die Regensburger oder ist es schon schwierig? Man versteht die Regensburger relativ gut. Der Regensburger Stadtdialekt ist nicht so extrem ausgeprägt wie die Dialekte ein paar Kilometer außerhalb. Da sprechen sie nämlich schon richtig Oberpfälzer Dialekte. Ja. Der Oberpfälzer Dialekt ist geprägt durch den fallenden Doppellaut. Darf ich ein Beispiel machen? Ja, gerne. Da gibt es den Satz, ein Junge muss tun, was ein Junge tun muss. Das hört sich im Oberpfälzischen an, a bow mo do, was a bow do mo. So spricht man in Regensburg nicht. Nachdem Regensburg im Mittelalter eine wohlhabende Kaufmannsstadt war, wollte man sich auch sprachlich von der Umgebung ein bisschen absetzen und hat hier ein bisschen mehr sich an der Hochsprache orientiert als im Umland. Also Regensburger Dialekt, ich spreche selber Regensburger Dialekt, aber er ist nicht so schwer zu verstehen für einen Nicht-Bayern. Und was ist so typisch für Regensburg?
Also ein richtiger Local würde wahrscheinlich sagen, das Wurstkuchel unten an der Donau. Aber die Donau ist schon ziemlich prägend hier für Regensburg, ja. Die Wurstkuchel, unseren Dom, genau. Der Radfahrer, dass man sowas genehmigen tut. Dass man Radfahrer in der Einbahnstraße, oder ist ja egal, jetzt, ob es da ein Verbot ist, fahren genauso durch. Und man nicht in der Lage ist, mit unserem OB, der Wollberg ist es gewesen, der das eingeführt hat, dass der Radfahrer tun lassen kann, was er will. Ja. Und das gehört umgestellt. Und darum braucht man einfach eine Position, wo das in der Hand hat. Ja. Was ich unbedingt jedes Mal tue, ist mich einfach vor den Dom setzen und ja, dem Treiben zuschauen. Und vor allem, es gibt nirgends so viele gute Eisdielen wie in Regensburg, habe ich auch festgestellt. Und gibt es irgendwas, was man unbedingt gesehen oder gemacht haben muss, wenn man hier in Regensburg ist? Wahrscheinlich steht im Reiseführer Dom besichtigen. Würdest du das auch empfehlen? Ich habe es mir schon angesehen, ja, ist interessant, ja. Und was kann man hier so machen oder was sollte man hier machen oder gesehen haben, wenn man mal in Regensburg ist? Also den Dom auf jeden Fall, dann die steinerne Brücke zum Beispiel und sowas. Also wenn man eigentlich einfach mal einen Spaziergang durch die Altstadt macht, glaube ich, sieht man schon sehr viel. Auf jeden Fall mal in eines unserer schönen Cafés gehen, durch die Altstadt durchgehen und vielleicht in der Bar oder so. Ja, ich finde, den Dom muss man auf jeden Fall angeschaut haben, auf die steinerne Brücke und die Donau. Ja, und wenn Duld ist, auf jeden Fall auf Duld gehen, weil das ist auch super. Naja, man muss die ganzen historischen Sachen angucken, wenn man zum ersten Mal in Regensburg ist. Da gibt es ja genug. Man muss mal mit dem Boot fahren und von der Donau aus auf Regensburg gucken. Und man muss in Kneidinger gehen. Was ist berühmt? Die steinerne Brücke, der Dom. Was wichtig ist, einfach durch die Stadt zu gehen und mit offenen Augen die Sehenswürdigkeiten zu betrachten. Haben Sie noch einen Tipp? Und in der Bratwurstküche eine Bratwurstsemmel essen. Mit allem. Das hört sich lecker an. Und gibt es irgendwas, was euch nicht so gut an Regensburg gefällt? Nö. Bisher eigentlich auch nicht. Also müssen die Leute alle kommen. Ja. Super. Ja, im Moment gefällt mir nicht so, dass so viele Menschen zuziehen. Wir haben jetzt 168.000 Einwohner und alleine 35.000 Studenten. Und ich bin also kein Hasser von Studenten, aber die jungen Leute heute sind leider ein bisschen, es wird viel Müll produziert, es wird viel Schmutz und so weiter. Das finde ich weniger schön. Und gibt es auch etwas an Regensburg, was euch nicht so gut gefällt? Fällt mir jetzt eigentlich gerade nicht so spontan irgendwas. Ey, es ist eigentlich alles okay. Maria, wie hat es dir in Regensburg gefallen? In Regensburg hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall nochmal hier hinkommen, weil ich viele Sachen noch nicht gemacht habe, die ich unbedingt machen möchte. Und hier ist auf jeden Fall eine super schöne Stimmung. Und ja, wie ihr seht, ist hier immer was los trotzdem, obwohl man denkt, das ist irgendwie eine kleine Stadt. Mir hat es auch richtig gut gefallen, besonders die ganzen kleinen Details, die einem erst nach und nach auffallen. Wenn ihr Lust habt, mal nach Regensburg zu kommen, dann schaut euch mal die Website von Regensburg an. Die posten wir unten. Und wir sagen auch vielen Dank an Regensburg Tourismus, die uns eingeladen haben nach Regensburg und uns auch unterstützt haben mit einer Übernachtung hier und einem tollen Stadtführer, der uns heute ja einiges erklärt hat. Und ihr könnt jetzt weiter Deutsch lernen und ihr könnt uns helfen, mehr Videos in der Zukunft zu machen, nämlich indem ihr ein Mitglied werdet von Easy German. Wie ihr vielleicht wisst, finanzieren wir unser Projekt durch Mitgliedschaften vor allem. Und als Mitglied bekommt ihr auch viele tolle Sachen, zum Beispiel Vokabeln und auch interaktive Übungen zu dieser Episode und zu vielen anderen. Klickt mal hier, dann könnt ihr ein Patron werden und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche aus einer anderen Stadt wieder. Tschüss!